Kommt Luis Suarez in die Bundesliga? Und warum gibt es Stress zwischen Chelsea und Barca? Das und mehr in den Transfer-News von Kick11 und Fußballtransfers. Edinson Cavani hat einen neuen Verein gefunden. Der 35-Jährige steht vor einem Wechsel in die Primera Division. Wie die Marca berichtet, hat der Uruguayer einem Wechsel zum FC Villarreal schon zugestimmt. Cavani muss mit seiner Unterschrift aber noch warten, bis Paco Alcácer weg ist. Der ehemalige Dortmunder steht bei Celta Vigo auf dem Wunschzettel. Villarreals Trainer Unai Emery und Cavani kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Paris Saint-Germain. Jetzt könnte er noch die spanische Liga kennenlernen. Cavani kommt ablösefrei von Manchester United. Für die Red Devils hat er 19 Tore in 59 Spielen geschossen. In Villarreal will sich Cavani auf die WM in Katar vorbereiten. Der Nationalspieler soll einen Einjahresvertrag erhalten. Auch Evan Ndika könnte in Kürze den Verein wechseln. Der AC Mailand zeigt Interesse am 22-Jährigen von Eintracht Frankfurt. Wie der Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, ist der Innenverteidiger neben Jeffrey Tanganga von Tottenham Hotspur einer von mehreren Kandidaten bei den Rossoneri. Ndika steht noch bis 2023 in Frankfurt unter Vertrag. Falls der Linksfuß nicht verlängert, möchte die Eintracht ihn gerne verkaufen. Sportchef Markus Krösche sagt, es ist nicht unser Ziel, Spieler ablösefrei gehen zu lassen. Es muss also schon bald eine Entscheidung über die Zukunft von Ndika fallen. Mindestens einen Schritt weiter ist Robert Lewandowski. Der 33-Jährige hat seinen Willen bekommen und durfte den FC Bayern verlassen. Am gestrigen Dienstagabend hat der FC Barcelona den Transfer offiziell bestätigt. Die Ablöse für Levi beträgt 45 Millionen Euro. Weitere 5 Millionen können in den nächsten Jahren durch Bonuszahlungen noch dazukommen. Lewandowskis neuer Vertrag bei Barca läuft bis 2026. Die Katalanen planen also langfristig mit dem polnischen Nationalspieler. Wie in Spanien üblich hat der Torjäger auch eine stattliche Ausstiegsklausel bekommen. 500 Millionen Euro müsste ein Verein auf den Tisch legen, um Levi aus seinem neuen Vertrag in Barcelona herauszukaufen. Auch Jordan Torunariga verlässt die Bundesliga. Der Innenverteidiger wechselt von Hertha BSC zur KAA Gent. Für den belgischen Club hat Torunariga im letzten halben Jahr schon auf Leihbasis gespielt. Jetzt bleibt der 24-Jährige langfristig in Gent. Torunariga hat bis 2025 unterschrieben. In Berlin freut man sich ein Jahr vor Vertragsende über eine Ablösesumme. Inklusive Boni kassiert die Hertha bis zu 4,5 Millionen. Mit Torunariga geht aber auch ein Stück Identifikation. Insgesamt 16 Jahre war der Abwehrspieler bei der Hertha aktiv. Torunariga hat 81 Spiele für die Profis gemacht. Unter Dach und Fach ist jetzt auch der Transfer von Matthijs de Ligt. Von Juventus Turin wechselt der Innenverteidiger an die Säbener Straße. De Ligt hat nach offiziellen Angaben der Bayern einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben. Wie Uwe vermeldet, wird eine Ablöse von 67 Millionen Euro fällig. Diese kann erfolgsabhängig um 10 weitere Millionen steigen. Damit ist De Ligt nach Lucas Hernandez der zweiteuerste Einkauf der Bundesliga-Geschichte. Der Franzose war 2019 für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid nach München gewechselt. Jetzt soll De Ligt Hernandez neuer Partner in der Innenverteidigung werden. Der Niederländer war 2019 für 85 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Juventus gewechselt. Dort hat er oft starke Leistungen gezeigt, die sehr hohen Erwartungen konnte er aber nie komplett erfüllen. In München will De Ligt jetzt sein Weltklasse-Potenzial voll ausschöpfen. Neues gibt es auch mal wieder von Neymar. Der Vertrag des Brasilianers hat sich per Klausel bis 2027 verlängert. PSG hätte aber nichts dagegen, wenn sich die Wege bald schon trennen. Die 30 Millionen netto pro Jahr würde man sich in Paris gerne sparen. Der französische Meister hat den 30-Jährigen darum bei Manchester City angeboten. Das berichtet die Zeitung Le Parisien. PSG hätte Neymar gerne gegen einen Spieler von Man City eingetauscht. Die Zeitung vermutet, dass es sich beim Wunschspieler um Bernardo Silva handeln könnte. Rausfinden wird man das aber vermutlich nie, denn City hat einen Tauschdeal direkt abgelehnt. Pep Guardiola hat kein Interesse daran, Neymar in sein Team zu holen. Der Coach von City hat jetzt auch öffentlich auf die Gerüchte um Neymar reagiert. Die Sun hatte geschrieben, dass die Sky Blues den Dribbler gerne nach Manchester holen würden. Guardiola sagt aber, es tut mir leid, aber das stimmt nicht. Ihre Informationen sind falsch. Neymar ist ein unglaublicher Spieler und ein unglaublich netter Kerl. Aber das stimmt nicht. Aus der Sache wird also nichts. Neue Gerüchte gibt es auch um Anthony von Ajax Amsterdam. Der 22-Jährige steht nicht nur bei Manchester United auf dem Wunschzettel. Laut dem Football Insider zeigt jetzt auch der FC Liverpool Interesse am Flügelstürmer. Anthonys Vertrag in Amsterdam läuft noch bis 2025. Trainer Alfred Schreuder will Anthony unbedingt halten. Das hat er schon ein paar Mal öffentlich klargestellt. Vollkommen unverkäuflich ist der Brasilianer aber nicht. Bei einer Ablöse in Höhe von 70 Millionen Euro könnte Ajax schwach werden. Sind die Interessenten aus der Premier League bereit, so tief in die Tasche zu greifen? Man darf gespannt sein. In die heiße Phase geht jetzt der Poker um Jules Koundé.
Und es könnte noch richtig Stress geben zwischen Chelsea und Barca. Beide Vereine wollen den Innenverteidiger vom FC Sevilla unbedingt haben. Chelsea hat laut der Marca zuletzt 55 Millionen Euro für Koundé geboten. Sevilla will aber 65 Millionen und hat das Angebot der Blues abgelehnt. Chelsea muss also erhöhen. Der 23-Jährige selbst will am liebsten nach Barcelona wechseln. Bekommen die Katalanen den Zuschlag, könnte es aber richtig Probleme mit Chelsea geben. Die Engländer mussten schon Andreas Christensen ablösefrei zu den Blaugrana ziehen lassen. Dann wollte Chelsea Rafinha. Mit Leeds United war man sich schon einig. Barca hat aber dazwischen gefunkt und Rafinha hat dann in Katalonien unterschrieben. Wenn es bei Koundé jetzt ähnlich laufen sollte, könnten zwei andere Deals davon betroffen sein. Laut dem Journalisten Gerard Romero würde Chelsea dann die Transfers von Marcos Alonso und César Azpilicueta erschweren. Die beiden Spanier hat Barca eigentlich fest eingeplant. Die Blaugrana müssen sich also jetzt gut überlegen, ob sie dieses Risiko eingehen wollen. Nach wochenlangen Verhandlungen ist jetzt auch klar, wo Bremer nächste Saison spielen wird. Juventus Turin ist kurz davor, den Transfer offiziell zu machen. Nach Informationen von Transferexperte Gianluca Di Marzio haben sich die alte Dame und Lokalrivale FC Turin auf einen Transfer geeinigt. Die Ablösesumme liegt bei 40 Millionen Euro plus 7 weitere Millionen an Prämien. Inter Mailand hat lange im Rennen um den Brasilianer mitgemischt. Die Nerazzurri gehen jetzt aber leer aus. Bremer soll bei Juve Matthijs de Ligt ersetzen und einen 5-Jahres-Vertrag unterschreiben. In Zukunft wird er 5 Millionen Euro pro Saison kassieren. Der FC Turin hatte den 25-Jährigen vor 4 Jahren für 6 Millionen Euro aus Brasilien geholt. Mit sattem Gewinn wird Bremer jetzt wieder verkauft. Ein echter Hammer könnte sich bei Borussia Dortmund anbahnen. Luis Suarez ist angeblich ein Thema beim BVB. Nach Informationen von Sky wurde der 35-jährige Mittelstürmer dem deutschen Vizemeister angeboten. Über die Antwort oder die Haltung des Bundesligisten zu einer möglichen Verpflichtung ist zur Stunde nichts bekannt. Die Dortmunder müssten den Ausfall von Neuzugang Sebastian Haller verkraften. Beim 28-Jährigen wurde am Montag ein Tumor im Hoden diagnostiziert. Haller ist für 31 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum BVB gewechselt. Der 28-Jährige war fest für die Stammelf eingeplant. Suarez ist vereinslos und ablösefrei auf dem Markt. Sein Vertrag bei Atletico Madrid ist Ende Juni ausgelaufen. In der letzten Saison hat er 13 Tore geschossen. Ein Transfer zu River Plate ist zuletzt geplatzt. Suarez hat viele Anfragen. Wenn der BVB schnell ist, könnte es aber klappen mit dem Zuschlag. Das waren unsere Transfer-News mit den aktuellsten Gerüchten und Infos vom Transfermarkt. Wollt ihr immer auf dem neuesten Stand sein und keine Transfermeldung mehr verpassen? Dann geht auf fußballtransfers.com.